am Sonntagabend war natürlich super enttäuscht, haben Montag uns zusammengesetzt, haben wir beim FC Bayern und dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe Thomas angerufen. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf. Und wir sind alle Profis. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir so einen Topmann jetzt brauchen, dass wir jetzt den Trainer brauchen, der ja, große Erfahrungen gesammelt hat im Ausland. Natürlich auch eher in Deutschland, bei Mainz und Dortmund und dann schwierige Aufgaben hatte in Paris, Chelsea große Erfolge gefeiert hat. Dann haben wir uns Dienstagabend getroffen, haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt und klar, muss ich mich auch bedanken, dass er war von der ersten Sekunde, glaube ich, sehr heiß, sehr da, wir haben über alles gesprochen, über die Probleme gesprochen, aber auch natürlich viel über Fußball gesprochen. Und dann in den nächsten zwei Tagen, Mittwoch, Donnerstag, habe ich mit seinem, oder Marco und ich, haben verhandelt, haben versucht, schnell eine Lösung zu finden. Und ich glaube, in zwei Tagen so ein Ergebnis zu erzielen, war schnell, weil der Thomas auch unbedingt wollte und wir natürlich auch total überzeugt waren, dass wir Thomas an die Säbener Straße bringen wollen. Wie ich schon gesagt habe, dann haben wir das zu Ende verhandelt, haben dann ja, auch Julian angerufen, haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, als die Zusage kam, der erste, den wir angerufen haben, oder den Oliver und ich angerufen haben, war Julian, haben dann ihm gesagt, dass wir ein persönliches Gespräch haben wollen und haben eben neuen Trainer Thomas Tuchel damit willkommen.